Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im vergangenen Teil haben wir angefangen, die Absaugrohre an die Wand anzubringen. In dem Video bin ich ein bisschen genauer darauf eingegangen, welche Absaugrohrbauteile es da so genau gibt. Das heißt, wenn dich das interessiert und du auch noch davor stehst und noch nicht genau weißt, was du alles halt eben brauchst, dann schau dir das Video am besten an. Im zweiten Teil werden wir jetzt mal die Leitung verlegen und auch an die Decke das Ganze packen, damit auch alle Maschinen richtig gut abgesaugt werden können. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie der bis jetzige Status so aussieht. Also, hier hängt die erste Rohrleitung, die geht direkt zur Hobelmaschine. Und da habe ich auch, wie gesagt, gezeigt, wie man so eine Verrohrung an eine Absauganlage anschließt. Da gibt es auch ein paar Bauteile. Und jetzt müssen wir hier alles wegräumen, denn hier an die Wand, da ungefähr, müssen natürlich auch noch einige Rohrbauteile drangepackt werden, damit ich hier diese ganzen Maschinen auch mal endlich absaugen kann. Und vor allen Dingen der Ruvi fräst sich, der soll auch endlich richtig gut abgesaugt werden können. Und damit das halt eben ein gutes Stück besser funktioniert, habe ich erstmal alles weggeräumt, damit ich Platz zum Arbeiten hatte. Es ist gerade bei solchen Arbeiten wirklich, wirklich wichtig, dass man gut an alles drankommt, damit man das auch alles wirklich gut montieren kann. Denn wenn man über eine Maschine gebeugt versucht, das Ganze festzumachen, wird es nicht gut funktionieren. Hier nochmal eigentlich schon fast erschreckend zu sehen, diese alte KG Rohrleitung hat so viel Staub angesammelt und auch allein an der Wand hat sich extrem viel Material abgelagert und da bin ich jetzt froh, dass das halt eben jetzt weg kann. Und auch hier an meiner abrichtdicken Hobelmaschine gab es lange, lange viele Probleme beim Umbau vom Abrichten zum dicken Hobeln, weil halt eben alles ein bisschen geklemmt hat und das war alles schon viel zu lange ein Provisorium. Und auch hier sieht man nochmal gut wirklich, wie viel Material sich abgelagert hat. Das war verwunderlich, wie weiß die Wand danach wieder war. Danach bin ich eigentlich vorgegangen wie in dem ersten Teil von dieser zweiteiligen Videoreihe. Ich habe alle Teile genommen, die ich halt eben für die entsprechenden Stellen benötige, habe diese auf dem Boden montiert, damit ich sie anschließend an der Wand befestigen konnte. Und zum Glück war diese Wand ein bisschen besser gebaut, deswegen haben auch die Halter ein gutes Stück besser funktioniert. Und da kann ich euch auch wieder sagen, ihr braucht nicht so viele Halter, wenn ihr ein gutes Mauerwerk habt oder eine gute Auflage, wo ihr das Ganze halt eben befestigen könnt. An dieser einen Stelle, an der drei Maschinen angeschlossen werden, wird das Ganze lediglich von zwei Montageplatten gehalten. In der Videobeschreibung siehst du übrigens, wo ich die Teile her habe. So, die erste Hauptleitung ist jetzt mal an der Wand befestigt. Ich habe überall an dieser Hauptverrohrung habe ich jetzt auch Dichtmaterial drin und da ist so ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr gebrauchte Spannringe habt, wie zum Beispiel hier so einen, dann schaut, dass ihr euch am besten einfach ein paar neue dazu bestellt, denn es ist super, super schwierig, in diese gebrauchten Spannringe die Dichtmasse reinzupacken, so, dass er halt auch eben hält. Da hatte ich ganz, ganz große Schwierigkeiten drin, ist ein bisschen Fummelarbeit, muss man halt überlegen, okay, wie viele Spannringe braucht man theoretisch und vielleicht muss man noch mal was nachstellen, dann kann jeder selber mal ausprobieren, ob man da noch gut Dichtmaterial dazwischen bekommt. Ich werde es jetzt auch so machen, auch bei der gesamten Leitung, dass ich die gesamte Leitung natürlich mit Dichtmasse jeweils bestücke und direkt an den Schellen, wo zum Beispiel der Schlauchanschluss drankommt, da werde ich die Dichtmasse dann weglassen, weil es dann einfach ein bisschen einfacher geht und der Saugverlust, den wir halt eben da haben, der wird nicht so wild sein. Es ist ja im Prinzip dann nur bei der einzelnen Maschine und nicht bei dem kompletten Rohrsystem, weil an dem Rohrsystem hier selbst jeweils Dichtmasse ist, nur dahinter. Dazwischen ist ja dann sowieso der Sperrschieber, der dann die Luftansaugung dort halt eben verhindert. Genau. Nur als kleine Information mal. Hier könnt ihr jetzt auch direkt sehen, wie ich ein Rohr auf die Länge anpasse. Das schneide ich dann einfach an der Stelle mit einem minimalen Übermaß ab und kann anschließend die Kante umbördeln, damit ich dann auch hier wieder so eine Bördelkante habe, an der ich die Spannschelle wieder einspannen kann. Dieses Rohr ist nämlich für den senkrechten Aufgang zur horizontalen Absaugverrohrung, die dann gleich an die Decke geschraubt wird. So, probieren wir mal unser Glück. Ach, komm schon. Das ist zu kurz oder was? Oh, es ist zu kurz. Ah. Ah, leckerer Marsch. So, endlich ist es soweit. Die Verrohrung hängt ja jetzt und jetzt kann ich mal langsam anfangen, alles wieder an Ort zur Stelle zu bewegen und die Schläuche anzupassen, damit ich die Maschine auch schlussendlich absaugen kann. Damit geht's jetzt los. Als erstes muss ich mal wieder hier die Lampe befestigen für meine Einschaltautomatik.
Die Wand hier ist mittlerweile echt komplett durchlöchert von den ganzen Bohrungen. So, die kommt ungefähr hier hin. So, fix zwei Schlagdübel. Und wer kennt den Fehler? Nachdem die Absauganlage wieder an Ort und Stelle steht, kann es an die einzelnen Schläuche gehen. Das bedeutet, an die eine Seite muss ein Schlauchanschluss, damit ich das Ganze mit der Rohrleitung verbinden kann. An den meisten neueren Maschinen befindet sich schon ein Schlauchanschluss an dem Absaugport, wie zum Beispiel bei dem Ruvi-Frästich, und da kann man das Ganze direkt überstülpen. So ein bisschen Fusch darf natürlich auch hier nicht fehlen, deswegen habe ich meinen Tellerschleifer mittels Isolierband, wie es sich gehört, an der Rohrleitung angeschlossen, aber auch nur aus dem Grund, weil der sowieso noch in naher Zukunft durch einen größeren selbstgebauten ausgetauscht wird. Als nächstes bohre ich die Löcher für den Kantenschleifer. Der ist relativ leicht, weswegen ich den auf dem Boden festschraube, damit der halt eben beim Arbeiten nicht mehr so kippelt. Und ich kann euch nur so viel sagen, das ist wirklich genial, wenn das Teil richtig, richtig stabil auf dem Boden steht. Da macht das Arbeiten direkt schon viel mehr Spaß damit. Die Absaughaube des Kantenschleifers ist echt sehr, sehr schlecht geformt, weswegen da sehr viel Staub vorbeifliegt. Aber deswegen schneide ich mir hier dieses einfache Stückchen Holz zurecht und schleife das auch direkt, damit ich halt eben den Staub viel, viel effektiver einfangen kann. Und auch das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Hey Leute, es ist endlich alles fertig. Ich bin richtig happy, ich habe alles aufgeräumt und vieles umgeräumt. So sieht es jetzt aus. Alle Maschinen sind angeklemmt und ich habe so viel mehr Platz wieder hinter der Werkstatt. Es ist alles so aufgeräumt. Ich gebe euch eine kleine Tour. Also, wir fangen wieder an. Hinten die große Absauganlage, geht einmal um die Kurve an die Wand. Dann haben wir einmal den Ruvi-Frästich, einmal den Tellerschleifer und einmal den Kantenschleifer, der jetzt auch fest montiert ist. Falls ich größere Werkstücke bearbeiten möchte, dann kann ich das jetzt einfach rausziehen. Das Kabel und der Schlauch sind entsprechend lang, damit das Ganze beim Zurückrollen nicht hakelt, weil man über das Kabel fährt. Okay, das war ungewollt. Ich glaube, ich habe am Anfang schon kurz gespoilert. Da wird bald ein neuer Tellerschleifer gebaut. Das gibt es in einem eigenen Video. Abonniere deswegen den Kanal. Das ist ein ganz, ganz tolles Erbstück, was ich von meinem Großvater habe. Gibt es dann aber in einem eigenen Video. Dann wird dieser Tellerschleifer hier ersetzt. Weil ich meine Bankecken hinter mir ein bisschen umgeräumt habe, und zwar habe ich die Werkbank einfach um 90 Grad gedreht, habe ich jetzt quasi an drei Flächen eine Werkbank. Die große Hauptwerkbank, die Hobelbank und hinten dran ist nochmal ein mobiler Luftfilter. Der ist jetzt auch endlich mal richtig angeschlossen. Das heißt, da habe ich jetzt viel mehr Platz zum Arbeiten. Und was noch cooler ist, ich habe nämlich auch jetzt hier mehr Platz. Und zwar ist das hier diese Ecken. Das war vorher immer ein bisschen begrenzt, weil der Staubsauger hier gestanden hat. Aber jetzt kann ich den Staubsauger hinter die Werkbank oder vor die Werkbank stellen. Habe hier meine Bandsäge für kleine Zuschnitte. Habe Kleinteile unten drin. Und vor allen Dingen ganz wichtig, den Kantenschleifer. Den kann ich jetzt noch besser benutzen. Richtig, richtig feine Sache. Und auch hier im Zentrum meiner Holzwerkstatt hat sich einiges getan. Und zwar habe ich jetzt hier endlich eine vernünftige Verrohrung und eine gute Verkabelung für die Tischkreissäge und die Abrichtdickenhobelmaschine. Ganz wichtige Info, vielleicht verschwindet bald die Tischkreissäge und vielleicht werde ich bald diese Maschine auch ersetzen. Deswegen ist die Absaugung hier derzeit so, wie sie halt eben ist. Und hier nochmal ein kleiner Spoiler. Ja, es kommt eine neue Abrichte und die werde ich auch in einem separaten Video frisch machen. Und es kommt keine neue Tischkreissäge in die Werkstatt, sondern eine alte, gebrauchte Formatkreissäge. Und wenn du das nächste Mal nicht verpassen willst, dann folge mir auf Instagram. Da zeige ich tagesaktuell, was ich so den ganzen Tag in der Werkstatt mache. Schau dazu einfach in die Videobeschreibung. Wichtig war es mir, dass ich hier in der Mitte nicht mehr so viel Platz verschwende. Das war nämlich vorher so, weil die Absperrschieber sehr klobig waren und hier der Arm, der hat ein bisschen gestört. Aber ich habe jetzt alles so gehandelt, dass ich das hier hochklappen kann. Ich bleibe nirgendwo hängen und danach kann ich ganz einfach das hier so rumklappen und kann hier die kombinierte auch als kombinierte besser benutzen. Vorher musste ich das immer abstecken und so weiter und so fort. War richtig ätzend. Da oben
ist jetzt mittlerweile die Stromverteilung für die Tischkreissäge und die Hobelmaschine. Das habe ich extra da oben hingemacht, dass da wirklich nur diese beiden Maschinen angeklemmt werden, dass da dauerhaft Ordnung drin bleibt, denn eine Sache war mir ganz, ganz wichtig. Ich wollte endlich mal die Möglichkeit haben, zwischen diesen Maschinen durchzukehren. Das ging, seitdem ich hier in der Werkstatt bin, nie. Da war immer irgendein Kabelkram, immer irgendein Käse. Jetzt geht das. Jetzt habe ich hier Platz für eine Abfallkiste. Und ich kann halt einfach gut sauber machen. Für den unteren Öffner kann ich das hier öffnen. Für den oberen Absaugport kann ich das hier öffnen. Und das hier ist für die Hobelmaschine. Wenn ich jetzt etwas schneiden will, dann kann ich einfach unten den Port öffnen und den oberen. Und jetzt schneiden wir mal was. Also Leute, ich bin richtig, richtig happy. Wir werden es bald sehen, wenn ich mal ein bisschen mehr mit der Tischkreissäge vor allen Dingen schneide, wie gut das Ganze absaugt. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal viel, viel mehr Absaugleistung an den anderen Maschinen, weil halt einfach die Leitung um die Kurve viel besser verlegt ist. Und generell ist das wirklich ein tolles System, weil man kann besser was abbauen und wieder was Neues dran machen. Das habe ich hier ein paar Mal gemerkt. Zum Beispiel bei oben einmal einen Abgang, den habe ich ein bisschen falsch gelegt. Einfach alles wieder auseinander machen, denn es ist ja nur zusammen geschellt. Und dazwischen dieses Kaugummi, das wird nicht fest, das wird oder das bleibt elastisch. Und das ist halt wirklich eine feine Sache gewesen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was baue ich als nächstes und vor allen Dingen wann klemme ich hier diesen Langbandschleifer auch an das zentrale Absaugsystem. Und dann ist auch bald die Frage, wann hole ich endlich die große Tischfräse, dass ich die auch mal an das Absaugsystem anklemmen kann. Nicht den Ruvi-Frästisch, der ist gerade zum Abrunden und zum Kopierfräsen gedacht. Mir geht es nämlich um die große Tischfräse. Also abonniere, wie gesagt, unbedingt den Kanal. Die nächsten Wochen und Monate werden hier noch einige coole Dinge kommen, wo ich schon lange, lange drauf Bock hatte. Und ja, würde mich freuen, wenn du mich auf diesem Weg begleitest. Das soll es ja heute gewesen sein. Ich bin richtig, richtig happy. Oh, es ist so aufgeräumt, ey. Geil, was so ein bisschen Absaugen ausmacht, wenn einfach nur die Ecke frei bleibe. Also, der Langbandschleifer muss noch angeklemmt werden, die Säulenbohrmaschine, die alte Bandsäge, vielleicht die neue Bandsäge, so ein Kehrblech wäre noch ganz cool, dass man es ins Boden kehren kann und dann noch vielleicht die Langlochbohrmaschine. Das soll es heute gewesen sein, hier verlinke ich euch noch ein paar weitere Videos, also ihr könnt euch noch auf ein paar Absauganlagen-Videos freuen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf und das ist eine richtig coole Sache. So, ich sag mal bis zum nächsten Video, tschüss und es ist so geil, ich freue mich schon auf die nächsten Projekte, mega.